Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Island Riptide. Wir sind bis in die Knöchel, sind wir angepisst in Wasser. Doch wir haben hier was Schönes entdeckt in der heutigen Folge. Zumindest ich, meine Mitspieler haben das schon heimlich eingesammelt, wie ich gemerkt habe. Nämlich hier Flüssigfeuermod, Angriff mit Flächeneffekt. So, das sammle ich mal ein. Und was sie nicht wissen, weil es geheim ist, eine Geheimakte. Geheimakten Teil 2. Ich habe gerade die Flüssigfeuermod an der Waffe. Ah, und so sieht die übrigens im Gebrauchszustand aus. So sieht beim das Stab aus. Zumindest. Außer man hat hier den Kollegen. Ist auch einer. Ja, der hat einen Feuerblick. Der feure Blick. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Egal. Ja, so macht nichts. Jetzt habe ich ihn auch mal angedrückt. Ich habe ihn auch ganz lieb, deswegen habe ich ihn gerade erstmal gedrückt. Ein bisschen verzögert, aber das macht ja nichts. Ich auch. Gedrückt, ja. So ganz mit rechten Arm und linken Arm schön zwischen und dann. Weil die Niki diesmal die Uhr nicht im Blick hat. Danke. Genau. Bitte. Hey, was soll das jetzt heißen? Nix. Du willst Bein zeigen. Du willst Bein zeigen. So. Nein, will ich nicht. Haben wir nicht eigentlich schon freiwillig, im Video? Aber trotzdem will ich sagen. Haben wir eigentlich im Video schon die geilen Beinanimationen beim Drehen gezeigt? Nee, noch nicht, aber das kann man jetzt machen. Gut, dass die Beine sich bewegen. Tja, bei einem selbst nicht, aber bei den anderen Videos sieht man das. Übrigens, deine Laufmasche hat, deine Beinstrumpfhose hat da eine Masche. Du wurdest gebissen. Hier am Bein, ich sehe es ganz genau. Ich ganz kann meine Beine selber nicht sehen, aber okay. Ja, das macht nichts, wir sehen das. Ah ja, okay. Yeah, wir sind übrigens in der Dead Zone, wie schon des Öfteren. Aber keine separate. Ich bin separate, auch schon ein paar Mal draufgegangen. Ja. Die, wo man reingehen ich kann. Ich finde, dass die Schläger nur einen Schlag brauchen, um einen zu töten. Das sind nur mal die Schläger. Eigentlich, mich hauen die nur um, die töten mich nicht. Also die hauen bei mir den ersten Schlag um, zwei, drei Treffer kann ich wegstecken. Ich kann auch schon ein paar wegstecken. Keine Ahnung. Hä? Weil du eben das ist aber auch nur eine Frau. Das ist ja eigentlich, die Xian ist ja auch nur eine Reporterin. So. Oh, linker Armbruch, rechter Armbruch, fertig. Und links und links und rechts und links und rechts und links. So. Warum benutzt du das? Und eins und zwei. So. Ich hatte nämlich bei unserem Test hier mit dem Schnellwaffensystem vergessen, meine eigentliche Waffe da einzustellen. Ja, die mit dem Mausrad gedrückt halt, mittlere Maustaste. Genau. Haben wir mittlerweile rausgefunden, dass das viel cooler ist. Ja. Nein, ich würde... und wir wollen cool sein, das merkt man ja immer wieder. Ups. Oh, das ist ein Schläger. Jetzt bin ich unten. Zumindest sieht so aus. Ich guck euch mal zu. Ich. Hallo. Und tschüss. Hä? Bam! Und ich wieder abseits aller vernünftigen Wege. Auch wieder bei einem Schläger. Ah, hallo. Wie meine ich ja? Ach so, ja, ich wollte von hinten und yes. So. Heimlich. Und ein Exploder. Oh. Ausdauer. Danke. Nein, mein Hackebein steckt. Nicht anfassen. Nein. Jawohl, ich konnte den Schläger köpfen mit dem Sprungjump. Cool. Ich hoffe, mein Hackebein steckt noch. So. Also ich habe nichts eingesammelt. Hier ist ein Hackmesser, Level 34. Im Schläger drin. Im Wasser. Der Schläger mit dem Hackebeil erstochen. Doch. Der ist hier unten im Wasser drin. Sieht eigentlich jetzt so knochig aus. Der ist hier unten im Wasser drin. Hausfrauen Selbstverteidigungskurs Nummer 4. Ja, genau. Oh, ich komme nicht weg. Immer ein Küchenmesser mit dabei haben. Küchenmesser. Sag ich ja, Hausfrauen Selbstverteidigungskurs Nummer 4. Wer daran teilnehmen will, die Beschreibung haben wir, den Link haben wir in der Beschreibung. So, Feuerzeuggas. Ein Duckjump geht immer noch.
cool. Obwohl das Spiel so scheiße ist. Programmiert ist, meine ich. So. Müssen wir eigentlich zur Flagge oder oh, Alter, ich bin gerade was am Erzählen und dann steht der da auf und knabbert mir am Bein. Und ich fall dann um. Ja, du bist halt lecker gewürzt. Da muss man mal reinbeißen. Ja. Das weiß ich nicht. Zum Glück. Die Zombies wissen, was sie anknabbern könnten. So, was ich eigentlich sagen wollte, sollen wir eigentlich zur roten Flagge? War cool. Ja, würde ich sagen. Okay, dann, ne? Ui. Ich musste mich nur unpraktischerweise mal an der Birne kratzen. Alter. Wieso kann denn eine Wasserleiche brennen? Ich weiß nicht, in was sie gebadet hat. Boah, Alter, ein Flüssiggas wahrscheinlich. Ih, was hängt denn da raus? Ui. Mahlzeit. Nicht handeln, Leiter benutzen. Meine Güte. Hat ich glaube, so dein Charakter handelt einfach gerne. Das ist so ein Verhandlungskünstler. Ja. Der ist ja auch ein Rapper, der kann gut mit Worten und so. Das ist ein Schläger. Hallo. Let me go? So. Was sagt denn dein Kollege da? Lohnt sich nicht. Ach, wir müssen wieder hier in das Dörflein? Warum schreit der? Bei mir dauert es noch einen Moment. Okay, wir gehen schon mal weiter. Obwohl da gar keiner ist. Oh, das ist ein Exploder. Vielleicht hat er ja ein Lied von Tokyo Hotel gehört. Ich muss explodieren. Es schreit immer einer rum. Ja, deswegen ja. Ich mach mal die Tür zu. Dass der Schmerztabletten braucht. Mit seinem Kopf nicht so wehtut. Vielleicht der, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gehört bisher. So. Nee. Ich musste mich hier gegen die Nachbarschaft durchprügeln. Ach, der steht hier im Häuslein. Ah, jetzt ist die Nebenmission da. Die ich noch nie gesehen habe. Wo die Toten leben. Missionsupgrade. Date. Warum redet ihr nicht mit... Achso, ihr müsst alle hier sein. Oh, ich bin aufgestiegen. BTF. Hudson. Halt die Schnauze. Bring me more. Bring me more. Bring me more. Everything you find. Everything you find. So, grausame XP? Schaufel habe ich gekriegt. XP mal 4, cool. Für gebrochene Zeug. So, eine Frucht. Oleander. Kräftige Schaufel. Suche die Karte. Mein Und. Nein! Aha. Ja, ja, sehr weise Worte, die uns Markus gerade mitgeteilt hat. Ja, ja, du auch, du Nase, du. Und ich bin so tiefsinnig berührt. Ich, also, er ist extra hergekommen, weil er so Menschen kannte, die er hier, mit denen er reden konnte und sonst auch niemanden hatte. Ja, der Markus ist schon einer. Ich frag mich nur... bevor die Steam Connection abgekackt ist, haben wir die Mission noch geschafft? Und da haben wir aufgehört. Nee, wir hatten da aufgehört. Okay, das heißt, alles ist neu jetzt. Wow. Trotz dieser etwas melancholischen Musik.
bin ich am Level. Ich spiel nicht weiter. Ich spiel nicht weiter. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, warum wir nicht mehr rein konnten in Steam. Ich weiß es nicht. Ich bin rausgeflogen, konnte wieder rein. Okay, also ich konnte wieder rein. Gar nichts. Bei mir hat's aber auch gedauert. Du nicht? Nie die Nebenmission. Dort Ausrufezeichen sind. Was nehme ich denn jetzt mal als nächstes? Das ja, nee, das. Ich könnte mir Medikits kaufen, aber nicht mehr. Noch einen Fleischklopper kaufen? Damit kannst du halt Fleisch dann besonders weich kloppen, mit doppelt so schnell deinen Effekt. Leider kann man Akimbo nicht benutzen. Nee. Ah, hier ist jemand, der braucht Hilfe. Genau den meine ich, die meine ich hier. Das ist, haben wir nicht gemacht. Ist das ein Entwickler von Techland? Komm mal hier hoch. Ja, ich bin gleich da. Ich muss mal kurz checken, wo ich hier am besten meinen Skillpunkt vergebe. So, liegt ein Tagebuch. Hier liegt ein Tagebuch. Ach komm, mach mal hier. Hier liegt ein Tagebuch. Warum habe ich das noch nicht? Weil es da noch liegt. Wenn es da nicht mehr liegen würde, hättest du es bereits gelesen. Ja. Wo hast du denn das Tagebuch gefunden? Hier auf dem Schreibtisch? Auf dem Tisch, ja. Okay, dann habe ich das auch schon. Was? Ja, du bist in so viel Schmerz. Ja, so siehst du auch aus, du Rose, du. Was die Rose, wollt ihr denn die jetzt Arme, machen? Streckte sie. Wollen wir mal wieder eine Mission annehmen. Machen? Was so gerade anliegt, würde ich sagen. Ich habe nämlich eine Quest angenommen, da sollen wir ein Notizbuch für die Ärztin hier finden, damit die Medizin herstellen kann. Ah, das klingt doch interessant. Medizin, dann können wir vielleicht für den verschmerzten Hudson da auch was finden. Also alternative Medizin. Genau. Können wir machen. Okay, genau. Das dürfte auch nicht so weit sein. Habe ich auch genau gesagt. Weil da müssen wir in die Klinik, vielleicht sieht die alternative auch ganz Medizin. So, die liegt eigentlich nur ein bisschen links von uns. Ist nicht weit. Ich hab's nämlich schon mal angeguckt. Dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die Klinik groß ist, wenn die hier nebenan ist. Nee, auf dem Meer sogar noch. Auf dem Wasser. Vielleicht so eine kleine Insel auf dem Schlauchboot. Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen, langen Tal. Mit viel Tunnels und Geleise und einem Typ im Killerwagen. Was? Wir müssen zu einem Boot? Nö. Nein, Moby Dün. Moby Dün. Hab ich auch noch nicht Mobile. Gehört. Na gut, das war jetzt. Oh, mein Ausdauer ist klar weg. Egal. Oh. Der war mal. Also mit meinen Fußtritten manchmal können die Zombies bei der Olympiade teilnehmen. Mit einer guten B-Note würden sie da gut abschneiden. Oh, das ist ja weg. So. Achso, für ein Weitspringen meinst du? Weitspringen. Ja, zum Beispiel. Und dann machen die so ein Looping und landen dann sehr nett. Sehr nett, aber nicht tot. Da hinten ist, glaube ich, wieder so ein. Wasserleiche. So eine leicht entflammbare Wasserleiche. Dann kriegen wir ein Fischstäbchen wenigstens. Boah, hau mich nicht! Ja, der kommt aus dem Wasser, genau wie der Fisch vom Fischstäbchen. Und er wird jetzt frittiert. So, jetzt wird er einmal geputzt. Im Wasser. Und dann zurechtgeschnitten. So, genau. Dann setzen wir den Schnitt etwas weiter oben an, überhalb der Achsel, und dann trennen wir den Arm ab, ungefähr so. Falls das nicht funktioniert, wiederholen Sie ein paar Mal mehr. Es kann etwas dauern, falls Sie keine Axt haben. Natürlich ginge dies ganz viel schneller, wenn Sie eine Kettensäge hätten, aber leider steht diese uns gerade nicht zur Verfügung.
Lol. Oh, ich brauche eine Werkbank, fällt mir gerade auf langsam. So. Ja, meine Waffe geht noch. Mal schauen, wie die Klinik hier aussieht. Da arbeitet bestimmt Dr. Stefan Krank. Der Arzt, dem die Zombies vertrauen. Ja, vor allem das. Nee, den die Zombies verhauen. Oder so. Hä? Hallo, hier sind wir also schon. Alter. Was? Luna? Wer bist du? Der sieht jetzt irgendwie merkwürdig aus, den du gerade schlägst, ne? Ich hab dem gerade in der Slow-Mo den Arm gebrochen und dann in der Slow-Mo getötet. WTF. Alternative Weg, Medizin. Suche einen Weg in die Krankenstation. Tür auf, sicher. Tür rein. Kein Problem. Hadouken! Achso, daneben. Eier! Boah, genau. Keine Beine. Keine Ausdauer. Kein Vorantreiben. Alter, was. Alter, krabbelt mich da irgendwas an? Ich ja. Hey, nicht in der Öffentlichkeit. Hey. Hey. Oh. Wo bist du? Ach da. Ich stehe drauf. So, jetzt. Es sah so aus, als wäre der zwischen uns durchgerannt, ne? Jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Geh schon mal nicht. Also, wo ist denn überhaupt die Krankenstation? Die Krankenstation. Was? Wie groß ist denn der grüne Kreis? Nicht groß. Ah, gut, geht. Sah auf der kleinen Karte ein bisschen größer aus. Ach komm, der ist kleiner als das Schlumpendorf. Moment. Ah, ne, geht nicht, schade. Das Schlumpfendorf. Oder willst du wissen, wie groß das Schlumpfendorf ist? Das ist doch so gut versteckt. Im tiefen Wald, ja. Hier ist schon kein Neben Ding Hänsel mehr. Und Gretel. Ah. Haha, von oben. Heute sind die Zombies besonders knackig. Und seh, ey. Hat ihm nicht gefallen. Erstmal durch den Eimer krabbeln. Danke. Hallo, nur wie kommen wir jetzt da hoch? Da wo ich bin? Ich weiß nicht mal. Ach, hier ist irgendwie eine Treppe. Ihr habt bestimmt einen leichten Weg gefunden. Der hält sich die Eier? Nein, doch nicht. Alter! Ich hab's gefunden. Glaube ich. Alter, Moment, Alter, da kann was? Ich durchbrechen. Gesundheit. Das ist ja noch ein Exploder. Verarsch mich. Wir würden dir gerne helfen, nur leider finden wir den Weg nicht. Ja, ich bin auf die Kisten gesprungen, deswegen findet ihr den Weg nicht. Das erklärt natürlich alles. Hier sind Blumen, da bin ich auf die Blumen und dann oben auf das Dach. Okay, ich guck mich mal eben nach Blumen um. Komm einfach zu mir. Genau da, wo du jetzt bist. Ah ja. Hier, ja, unter ja, mir. Das auf das Zeug hallo. Gesprungen. Hallo. Wo denn? Das ist noch. Ja, jetzt guck mal hier, jetzt bin ich dein Wegpunkt. Ja, komm. Und ich guck mal, dass ich einen Exploder aus dem Weg krieg, falls er noch da ist. So. Falls noch einer da ist, eigentlich so. So, Alter. Verbände. Ich glaube, cool. Das war der Weg, von dem Xavier Naidoo die ganze Zeit geredet hat. Ich komme nämlich nie rauf. Dieser Weg. So, einer rutscht nämlich die ganze Zeit runter. So. Ganz genau, dieser Weg. Medizinisches Buch. Yeah, wir sind schlauer. Insulin, Seife, Elektroschrott. Was ein Scheiß hier rumliegt. Ach du Kacke. Ein Magnet. Inventar voll. Achso. Inventar voll liegt rum. Ja, obwohl da nur Geld drin lag. Das kann ich nicht mitnehmen. Was?
Jetzt muss man sich mal vorstellen, das war ihre Klinik, ne? Wo sind die Krankenbetten? Ja. Wo sind die Vorhänge hier? Ist gar da, nichts. Hier! Ich lieg doch grad drauf. Moment, das drauf. Muss ich sehen. Ich knie drauf. Oh. Naja, viele Patienten hat es scheinbar nicht gehabt, ne? Und die waren anscheinend alle sehr kurz. Ja, vor allem. Also alles Japaner. Ich habe mir nämlich aus Japan ein Spiel importiert heute. War cool. Ah. Mal gucken, wann es kommt. Und ich will auch Videoreihe davon machen, aber erst wenn ich es fast durchgespielt habe, werde ich es veröffentlichen. Weil es kann nämlich ein bisschen dauern. Was du letztes Mal geschrieben hattest? Ryoga Gakukotoku. Ah, okay. Yakuza 5. Und was ist das? Gesundheitsmittel. Yakuza 5. Habe ich. Yakuza 5, ja. Okay. Habe ich mir importiert, ja. Aus Japan. Aber können die über die Dächer gehen? Ja. Ich werde natürlich kein Wort verstehen. Das macht nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Ich verstehe auch Englisch. Schwerer Hammer. Zweite Schule. Welches Level bin ich denn? 33. Also das mit den Leveln habe ich letztes Mal mich schon ein bisschen gewundert. Kriege ich gar nicht so wirklich mit. Ich kriege Punkte und dann, wow. Du kannst dir guck anzeigen lassen, wie viel du hast. Ja, ich weiß. Und ich war überrascht nachher, dass ich irgendwie schon Level 28 war, wo ich letztes Mal noch meinte, ich bin irgendwas mit 25. So, was habe ich denn hier jetzt? Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin zweimal aufgestiegen und bin Level 33. Hä? Was? Du bist 33? Something wrong. Ja. Ich bin auch 33. Kann aber dann irgendwas nicht stimmen. Weil ich habe 39. Ja, ich bin ja schon zwei aufgestiegen und seitdem ich hier gespielt habe. Ach so? Nee, warte mal, mehr. Boah, scheiße, ich habe mir das Bein gestaucht. Ihr müsst jetzt ohne mich weiterspielen. Wie kommt man darüber? WTF? Also ich glaube, man kann schon rüberspringen. Ich bin gerade nämlich zu spät abgesprungen. Ich laufe jetzt im Wasser, ist mir egal. So. Ach, unsichtbare Scheißmauer. Ja, habe ich gerade gemerkt. So. Naja, aber da können wir ja so ein bisschen rumlaufen. Ich gebe der netten Frau schon mal die Mission, oder soll ich warten? Ich würde sagen, wir warten, weil ich sehe gerade auf dem Timer, wir haben nämlich 21 bei mir. Ja, ach so, auch. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Oder wir machen daraus ein 24. Aber Stunden. Ja. Das wäre ein Marathon, oh Gott. Oh yeah. Ja. Dann brauche ich, Ammoniak. Dann stelle ich mich neben Hudson hier hin und sag die ganze Zeit: Give me more, everything you find. Kann ich was verkaufen? Yes, I need something. Can you give me something? Because I get anything I found and he wanted. Ich kann ihm nichts geben, dem Bastard. Dem der ist fast nicht nervig, der Typ. Nö. So. Hier stehen wir jetzt alle so kuschelig fein beisammen. Der Gaming-Pirat erwärmt uns nochmal die schöne Umgebung mit seinem Knüppel. Warte mal. Das ist heller. Das ist besser. Wir sollten, glaube ich, alle drei zusammen auf den gleich einschlagen. Der quatscht mich voll das Ohr ab. Ich weiß nicht, wie viel der bei euch labert, aber mir alle paar Sekunden. Bring me more, everything you find. Are you kidding me, you Osten? Okay, bevor er hier nochmal sagt, dass wir ihm alles bringen können, was wir finden, sage ich mal, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, bring me everything you found. Nein, noch mal einfacher formuliert, let's... Ja, genau, bei mir Freundchen, du hast mich unterbrochen. Die Axt ist nicht so... Das ist ja gelustig, und mit der Waffe im Gesicht. Bei mir stehe ich voll weit weg. Zack. Okay. Ich schieße bis zur nächsten Folge. That is not Riptile mit Gaming Pirat, Nicky Mausi und mir und dem Hasten, hoffentlich nicht mehr. Und tschüssi. Tschüssi. Wehe, du sagst jetzt noch ein Mucks. Ich hab gesagt, wehe, du sagst ein Mucks. Ja,
Wehe. Wehe dem, der nochmal den Mund aufmacht.